And who are you, then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Neues Ziel, fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Outlast. Fängt ja super an. Irgendein Priester war gerade hier. Irgendein Fettsack hat uns dort hinausgeschossen. Schleudert. Und ich bin nur noch hier raus. Das ist das Einzige, was ich will. Und überall Blut und... Nein. Gar nicht schön. Tote Menschen. Tote Sicherheitsleute. Was ist hier nur passiert? Markov Corporation Abteilung Vereinigte Staaten Vollziehungsbefehl Fallnummer. Egal. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Markov Psychiatric Systems. Mount Massive Wilderness Area Country Road 112. Eides staatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Ein katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch Eides staatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Hier läuft etwas gewaltig schief. Offensichtlich. Oh, sorry. Also können wir nicht einfach ein Fenster aufbrechen. Irgendwas durch die Scheibe schmeißen. Und schon wären wir draußen. Das wäre so einfach. Ich glaube, der macht Yoga. Und der macht ein Nickerchen. Und ja, der schläft wahrscheinlich auch. Hier gibt es irgendwie gar nichts. Nichts Spannendes oder eine Batterie, sonstiges. Nein. Irgendwie gehe ich davon aus, dass wir hier weitergehen müssen. Nicht so laut. So, hier war ich schon.
Okay. Gänsehaut. Gänsehaut, Moment. Vielleicht geht's auch dort weiter. Keine Ahnung. Und runter können wir auch noch. Dort ist Exit. Wir gehen erst in diese Richtung. Alter, diese Schritte. Ah. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Der Puls rast. Ich hoffe, der ist nett. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt. Was ist hier geschehen? Was hier geschehen ist? Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. So sehen sie auch aus, ehrlich gesagt. Sieht hier drin. Lass mich in Ruhe. Irgendwas passiert doch gleich. Irgendwas ganz Schreckliches. Ich würde auch so atmen, wenn ich hier bin, wäre. Ich bin ja leider hier. Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Das heißt, wir können rausgehen. Hoffentlich. Das sagt mir ja. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wieso habe ich das nur angefangen? Ihr seid schön freundlich. Mach nichts. Danke sehr. Alles gut. Du mieses Stück. Fällst mich einfach an wie eine Ratte. Wir werden hier drin sterben. Wir werden hier drin sterben. Ist nicht hier das Sicherheitsterminal? Security Room. Wahrscheinlich da lang. Und was ist hier passiert? Sieht hier so hässlich aus. Wieso ist die Tür zu?
Alter, nein, wieso? Wieso Hände im Klo? Alles ruhig? Alles ruhig. Witness. Zeuge. Der Zeuge. Ich bin schon zu tot geprügelt worden. Habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kinderkrapscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester, das für mich und zu meinem Wohl tut. Der Priester. Das gefällt mir hier alles ganz und gar nicht. Security. 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 Und ein Dokument von Helen Granite. Projekt Wallrider, Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die 4 Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granite, Murkoff Schadensabteilung. Also etwas vertuschen. Na. Wir sind hier etwas sehr gut auf den Fersen. Da ist zu. Natürlich. Hier ist auch zu. Hier ist auch zu. Was? Habe ich was verpasst? Der Priester. Wieso? Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war.
Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Die Tür ist offen. Da oder da lang. Da ist Exit. Wir gehen mal hier runter. In den Keller. Das Beste, was man machen kann. Akte betreff hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 in Mount Massive Preserve in Colorado, a Preserve in Colorado, mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Wo bin ich hier? Stelle die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Wie wär's, wenn man mir sagen würde, wo diese zwei sind? Yeah.
Okay, jetzt will jemand hinein. Nein. Ich mach die Spindel aus. Er geht links lang. Wo lang? Ich seh nicht. Oh mein Gott, dieses Spiel. Oder nicht? Ich check's irgendwie nicht. Ah, da die Musik. Wie ist denn? Plan. War hier. Exit. Stairs. Elevators. Hä? Ist der nur ein Ding? Hinten. Hä? Es braucht noch ein Zweck. Wo sind diese Generatoren? Ein Restieren habe ich.
den anderen. Er kann. Er ist hier. Er schaut ihn nicht mehr. Please, come on. Müssen wir schleichen. Natürlich rechts, und wieso auch? Geh dort hinten hin. Geh nach dort hinten. Nein. Oh mein Gott, da wollte ich jetzt rein. Komm schon. Ich habe keine Lust mehr. Ich will abschalten. Was ist das für ein scheiß Arschloch? Beste. Nimm rein, geil. Hau ab. Nein! Verpiss dich! Du Scheißfliege! Nein! Fuck you! Even when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith. You